Die wahre Wertschöpfung findet vor einem Börsengang statt. Ganz große Kapital ist, da spielt Börse überhaupt keine Rolle. Die Börse nicht der Platz ist, wo Geld entsteht, sondern wo Geld umverteilt wird. Die heißt EAS, Erfahrung, Abenteuer, Spaß. Im heutigen Interview begrüßen wir einen bemerkenswerten Gast, Andreas Ocker, einen erfahrenen Investor, Referenten für finanzielle Bildung und den Gründer der Wohlstandsbilden. Mit einem beeindruckenden Portfolio, bestehend aus Beteiligung an über 20 Unternehmen und einer Mitgliedschaft in den Aufsichtsräten von 5 Aktiengesellschaften, bringt Andreas eine Fülle von Wissen und Erfahrung in den Bereichen Investment und Vermögensbildung mit. Seine Reise vom Konzertsolist und Osteopath hin zu einem erfolgreichen Investor und Referenten ist ebenso einzigartig wie inspiriert. Herzlich willkommen, lieber Andreas. Hallo Marco, ich freue mich, da zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, es heißt ja auch innerer und äußerer Reichtum und deswegen ist der Blick nach innen, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja. Wie hat denn deine Vergangenheit als Konzertsolist und Osteopath deine Herangehensweise an das Investieren beeinflusst? Gab es da... Ich merke, ja, also jede Profession hatte ihre eigenen Ansprüche. Und ich merke jetzt, die Qualitäten, die ich dafür entwickeln musste, zum Beispiel als Musiker spielt Zuverlässigkeit eine große Rolle, ein Gefühl für Zeit, für Sekunden genau, für Timing, für Rhythmus, für Takt. Jetzt als Therapeut ist natürlich der Umgang mit Menschen, sowohl verbal wie auch körperlich. Als Osteopath habe ich die Menschen auch wirklich berührt. Das sind, mag man gar nicht glauben, das sind auch Qualitäten, die ich als Investor in den verschiedensten Wertschöpfungsketten, so wie ich sie pflege, tatsächlich einbringen kann. Aber vor allem, ich denke auch in den Seminaren, es ist einfach eine Vielfalt, die es mir ermöglicht hat, aufs Leben zu schauen, was dann beim Investieren in der einen oder anderen Weise zum Ausdruck kommt. Weil so wie ich als Wohlstandsbildner, als Investor unterwegs bin, bin ich ja sehr nah dran am Leben. Also das ist ja nichts Abstraktes wie jetzt ein rein digitales Produkt oder etwas, womit ich gar nichts zu tun habe, wie ein ETF. Da ist ja gar keine Verbindung, sondern ich bin ja wirklich an dem, was wir erschaffen, bin ich ja richtig dran. Also es ist ein sehr sinnliches Verhältnis als Investor und Sinnlichkeit hat eigentlich auch all die anderen Berufe durchzogen. Insofern deckt sich das, ist das ganz gut. Also es ist kongruent bis heute geblieben. Jetzt hast du ja noch so eine Zwischenstation gemacht, bis du da gelandet bist, wo du heute bist, und zwar an der Börse. Ja. Und was waren denn da so deine wichtigsten Lektionen, die du aus dieser Zeit mitgenommen hast? Ja, also meine wichtigste Erkenntnis war, dass die Börse nicht der Platz ist, wo Geld entsteht, sondern wo Geld umverteilt wird. Also, dass ich mir schon wirklich nach 7 Jahren sehr intensiven Handel, vor allem mit meinem eigenen Geld an der Börse, dann schon überlegt habe, kann das der Platz sein, wo eigentlich alle hingedrückt, wie so herdenmäßig hineingeschoben werden? Jetzt ist es halt die große ETF-Welle, also das heißt, wenn man schon keine Ahnung hat, dann nimm halt einen ETF, da bist du wenigstens irgendwie dabei. Dass das nicht der Platz sein kann, wo wirklich Wert entsteht, Wert, der objektiv messbar ist. Und ich bin sehr froh, aus der Börse ausgestiegen zu sein mit der Erkenntnis, naja, also das, was ein Börsengang hinter sich hat, das ist erledigt. Ja, die wahre Wertschöpfung findet vor einem Börsengang statt. Und das hat mich ja dann überführt in die Venture Capital Szene, weil ich dachte, okay, du musst also vor dem IPO musst du unterwegs sein, bis ich dann erfahren habe oder auch am eigenen Leib erfahren habe, 4/5 aller Aktiengesellschaften, aller Gesellschaften überhaupt sind, haben mit der Börse überhaupt nichts zu tun. Also die, wo das eigentlich ganz große Kapital ist, da spielt Börse überhaupt keine Rolle. Und da, das war ja dann der Übergang zu dem, was ich wahre Wertschöpfung nenne, die dort stattfindet, fernab der Börse, aus guten Gründen. Und wo man, glaube ich, ganz erheblich andere Renditen auch gewöhnt ist, zum Glück, als in all diesen eigentlich ausfinanzierten Dingen, die Masse so anspricht oder die verkauft werden.
Gutes Thema. Was würdest du denn jemandem raten, der in so vorbörsliche Firmenbeteiligungen investieren will? Was sind so deine Tipps oder? Also wie gesagt, ich interessiere mich nicht für Unternehmen, die vorhaben, an die Börse zu gehen. Denn dann ist der Fokus schon ein sehr eingeengter und sehr, sehr auf Profit. Du machst einen Börsengang, um die Eigner, nochmal, also die Gründer des Unternehmens oder die Mitfinanzierer des Unternehmens reich zu machen. Die, die danach die Anteile besitzen, die befinden sich eigentlich in einer ganz groß angelegten Seitwärtsbewegung, kann man sagen. Also das ist generell kein Thema. Deswegen, ich könnte jetzt niemandem einen Tipp geben, der vorhat, sich an einem Unternehmen zu beteiligen, wenn es denn dann an die Börse will. Die für mich vielleicht geeignetere Frage wäre, ja, wie kannst du generell Teil werden von Wertschöpfungsketten, die am besten dein eigenes Leben überdauern? Das ist ein ganz anderer Fokus. Also da reden wir dann nicht von Altersvorsorge, ein Begriff, den ich sowieso überhaupt nicht teile, kommt ja auch aus der Finanzindustrie, sondern da geht es um Generationenvorsorge, wenn man denn etwas weitergeben will. Und das hat ja auch was mit Vermögenserhalt und Vermögensaufbau zu tun und dann daraus leben ohne Kapitalverzehr. Wenn du ein Investment hast, das dich bis zum Ende deines Lebens versorgt, das ist eigentlich ein Traum. Also sowas strebe ich an. Und wie man da teilwerden kann, ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man findet Instrumente, die schon gebaut wurden, oder man baut sie sich selbst. Und ich habe die Mischung. Ich arbeite jetzt seit mehreren Jahrzehnten mit Emittenten zusammen, von denen ich weiß, ja, auf die kann ich mich verlassen. Und die pflegen vor allem auch meine Gesinnung, die auf Wertschöpfung ausgerichtet wird, ohne den Profit außer Acht zu lassen. Ich bin ein sehr profitorientierter Investor, sonst macht das alles keinen Sinn. Aber ich mache auch meine eigenen Investments. Daraus sind die Aktiengesellschaften entstanden, in deren Vorstand ich sitze. Jetzt sagst du, die Vier-Säulen-Strategie ist ja so ein zentraler Bestandteil deiner Philosophie. Kannst du uns vielleicht kurz einen Überblick geben, was das ist und wie das funktioniert? Ja, die vier Säulen besteht, also die vier Säulen, die bestehen vor allem aus drei Fundamentalsäulen, wie ein Hocker, der immer gut steht auf drei Beinen. Und die vierte ist so was Optionales, was auch der jeweiligen Zeitqualität zugutekommt oder zur jeweiligen Zeit, über die wir reden, passt. Denn die Säulenstrategie ist eigentlich über 500 Jahre aktuell. Also ich habe es zurückverfolgt bis in das Zeitalter der Medici, habe einfach geschaut, wie investieren institutionelle Investoren? Also wie investieren die mit Abstand mächtigsten, größten Kapitalkraft? Wie machen die das denn? Und ist es möglich, das für mich mit meinen kleinen 5, 6, vielleicht siebenstelligen Beträgen herunterzubrechen? Und dass das möglich ist und wie wunderbar es möglich ist und wie krisensicher, wie resilient dieses Konzept durch all die Jahrhunderte funktioniert bis heute und ich denke auch noch die nächsten 200 Jahre, also das begeistert mich, das überrascht mich immer aufs Neue und deswegen werde ich von diesem Konzept auch für mich nicht mehr abrücken. Also ich schaue eigentlich immer, wie würden es Instis tun und versuche es selbst dann auch, weil sie haben keinen einzigen Dollar zu verlieren. Und so ist entstanden die Fundamentalsäulen Infrastruktur als Skelett, als Knochengerüst eines Portfolios, ist nicht die rentabelste Anlageklasse. Also wir reden immer, ist immer relativ, ja, wir reden dann immer noch um knapp zweistellige Netto-Renditebeträge, immer noch ganz ordentlich. Ja, aber jetzt gar nicht so sehr für Profitabilität, sondern vor allem für Stabilität. Ja, und Plausibilität. Das ist Infrastruktur. Und dann kommt als Säule 3, obwohl sie eigentlich nachgelagert ist nach der Infrastruktur, die Agrikultur. Das ist schon mal was ganz Spannendes. Das ist mein Steckenpferd quasi. Also jetzt eben nicht mehr Mönch, aber dafür sowas wie Produzent für alles, was unverzichtbar ist. Und das ist eben Essen und Trinken. Agrikultur als dritte Säule muss man, finde ich, auch als Kleinanleger unbedingt auf dem Schirm haben. Und dann vor allem also als Geld, als Kurzläufer, als ja, Cashflowbringer, die Säule 2 und das sind Entwicklungsimmobilien. Hat mit Wohnimmobilien gar nichts zu tun. Entwicklungsimmobilien
punktuell in ganz bestimmten Zinsräumen, Staaten, Wirtschaftsräumen, wo das Sinn macht, wo du in kurzer Zeit, 3, 4 Jahren, 5 Jahren, wirklich großartige Renditen erwirtschaftest, die du dann wieder im Jonglieren mit den anderen Säulen verteilen kannst, um dein Vermögen aufzubauen. Das sind die 3 Säulen. Ja, und die 4. Säule, die heißt EAS, Erfahrung, Abenteuer, Spaß, oder die Was das Herz begehrt Säule, weil jede Zeit, zum Beispiel im Moment ist es bei uns KI oder ja. Kryptowährungen, ja. Noch etliche andere Ideen. Jede Zeit hat so sein ganz spezifisches Element, wo du investieren könntest, aber wo du nicht planen kannst, geht das auf mit deinem Vermögensaufbau. Und wenn man es sich leisten kann, und da habe ich ganz bestimmte Kriterien, also wenn der Hauptteil, 85% des Vermögens, eigentlich gut gelagert ist in den 3 Fundamentalsäulen, dann kannst du, wenn du Spaß dran hast, auch, und alles, was man sonst noch so hatte an Lebensversicherungen, an ETFs, an Oldtimern, Briefmarkensammlungen, kann man alles in die Säule 4 werfen, auch weiter pflegen, wenn es sich denn rentiert oder Spaß macht, und da seine Erfahrungen machen. Das klingt nach einem extrem durchdachten Konzept. Und auch wenn man jetzt nach den Inhalten schaut, was du gerade gesagt hast, sowohl auf der einen Seite sicher als auch wachstumsorientiert. Ja. Kannst du vielleicht noch so 1, 2 Wörter dazu sagen, worauf du spezifisch achtest? Du hast gerade gesagt, Entwicklungsimmobilien, Agrikultur, Infrastruktur. Was sind da die Werte, auf die du da achtest? Weil es gibt ja hunderttausende Entwicklungsimmobilien und Millionen von Infrastrukturprojekten. Wie pickst du die raus? Das sind, also über allem steht das Stichwort Nicht-Sicherheit. Das Wort Sicherheit, das wird man nur selten in meinen Artikeln oder aus meinem Mund heraus hören, sondern Plausibilität. Plausibilität ist das Dach von allem, was ich anfasse als Investor und vielleicht auch außerhalb davon. Und es gibt etwa 50, also wenn man jetzt wirklich tief hineingreift, 50 bis 55 Plausibilitätskriterien, die ein Investment für mich attraktiv machen oder eine Wertschöpfungskette für mich attraktiv machen, sodass ich sie finanzieren will, gründe vielleicht selbst im Rahmen einer Kapitalgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft oder ob ich mich daran beteilige. Also das sind jetzt sehr vielfältig. In meiner Investorenausbildung spreche ich über die wichtigsten Kriterien. So heißt es dann sowas wie 7 Spotlights eines ausgewogenen, lebendigen Portfolios. Das sind also auch sogenannte weiche Faktoren. Hat gar nicht so viel mit Zahlen, Daten und Fakten zu tun. Die sind schon auch wichtig, aber weit, weit weniger wichtig als diese weichen Faktoren, die das Umfeld bestimmen, in das deine Wertschöpfungskette funktionieren soll. Also allein zum Beispiel gesellschaftlich unverzichtbare Relevanz. Das ist so ein Faktor, der ist riesengroß, aber auch ganz gezielt. Das nenne ich als einen weichen Faktor. Also es ist unbestritten, Essen und Trinken ist gesellschaftlich hochgradig relevant, sonst gibt es nicht. Aber das betrifft genauso Infrastruktur, da sieht man dann also gleich, wie durchgängig das ist als roter Faden, und natürlich auch Entwicklungsimmobilien, denn weil ohne Logistik zum Beispiel, ohne ja selbst Hotels, lass von mir aus noch Krankenhäuser oder so etwas dazu kommen im weitesten Sinn, also Infrastruktur und Entwicklungsimmobilie, das mischt sich ja sehr oft, da gibt es uns als Gesellschaft nicht. Und das ist also mit der Grund und Boden, der es plausibel macht. Lass es andere als sicher bezeichnen. Aber sicher im Bereich Investments, das hat immer gleich sowas wie von Garantie. Aber Garantien gibt es auch bei mir nicht. Ich habe jetzt zwar seit 15 Jahren keinerlei Verluste erleiden müssen, speziell mit dieser Strategie. Vorher habe ich mit der Börse und Venture Capital einen Haufen Geld verloren, ja, trotz allen Risikomanagements. Davon bin ich jetzt bis heute verschont geblieben, was ja wirklich auch sehr für die Inhalte spricht. Letztlich eben, so machen es eben die Instis, haben auch gar keine Lust, Geld zu verlieren. Also das ist das, lass es Sicherheit sein, aber vor allem, das ist das Schöne, diese Resilienz in Bezug auf, ob es jetzt Corona ist, ob es wirklich eine Pandemie ist, was ein schwerer Schlag war eigentlich für alle. Jetzt erst trifft uns nachlagernd, treffen uns ja die Schläge aus dieser Zeit, die
alles runtergefahren hat. Oder ob es jetzt Hochzinsphase ist, Niedrigzinsphase, Inflation, rauf oder runter, irgendwelche politischen Entscheidungen, Machtwechsel, Regierungswechsel, Kriege, die ganze Lieferkettenproblematik. Das ist halt toll. Das mag schon irgendwie mich was kosten an Zeit, vielleicht auch an entgangenen Gewinnen, aber das angelegte Kapital, das investierte Kapital, das ist nie in Gefahr gewesen und im Nettoinventarwert entwickelt sich weiter. Also die Wertschöpfungsketten gewinnen, egal welche Krise ist, an Wert. Und das ist etwas, was ich, ja, ich fühle mich da wie ein Paradiesvogel manchmal, dass ich denke, ja, aber es machen doch alle, wo es große Geld ist, machen doch alle. Warum macht ihr es nicht? Warum macht ihr es nicht wie die großen Versicherungskonzerne, Banken und Investoren? Wisst ihr es denn besser als die? Wundere ich mich immer und genieße es aber dafür. Vielleicht auch deswegen, weil es gar nicht alle machen. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern du das überwachen oder überprüfen kannst, aber hast du so gewisse ethische oder moralische Rahmenbedingungen, wo du sagst, also bei, keine Ahnung, ich weiß es nicht was, ich will jetzt auch gar kein Beispiel nennen, aber wir merken ja jeden Tag, in der Welt passiert sehr, sehr viel und an gewissen Dingen will ich mich nicht beteiligen und da halte ich mich ganz bewusst raus, obwohl meine Kriterien stimmen. Oder ist das eher eine Komponente, wo du sagst, das darf hier keine Rolle spielen bei einem Investment? Also wenn es ein Kriterium gibt, das keine Rolle spielen darf, dann würde ich wahrscheinlich ganz schnell davon rennen. In einer Zeit, Digitalisierung sei Dank und diese enorme Anhäufung von Wissen sei Dank, in einer Zeit, wo ja eigentlich alles transparent ist oder früher oder später transparent wird, gibt es nichts, was man ausschließen kann. Jetzt in Bezug auf Ethik, das ist ein Begriff, mit dem viele Investoren nicht so viel was anfangen können, weil sie dann fürchten, es geht auf Kosten ihrer Rendite. Ich sehe das genau andersrum. Für mich ist ein moralisch beanstandungsfreies Investment, du siehst, ich verbalisiere es etwas neutraler, ja, das ist für mich ein Plausibilitätskriterium. Ist doch klar. Also wenn einschließlich des Staates, der Emittent hat was davon, der Anleger sowieso, die Mitarbeiter, die Arbeitsplätze, die wir schaffen, die Städte und Gemeinden, in denen zum Beispiel das Unternehmen gelagert ist, dann die Familien der Mitarbeiter. Also wenn wirklich alle ein Interesse daran haben, dass eine Wertschöpfungskette prosperiert, das finde ich, ist ein ganz schön gewichtiges Sicherheitskriterium. Denn was soll ihm denn dann passieren? Wenn alle wollen, hey, wir brauchen dich. Und das meine ich auch mit gesellschaftlicher Relevanz. Und das geht auch wirklich bis hin zu den Steuern. Ich zahle gern diese Steuern, weil Steuer ist für mich wie eine Art Schutzgeld des Staates. Ja. Ja, dann ist der zufrieden und lässt mich in Ruhe. Klar, wir erfüllen alle Auflagen. Wir wollen in bestmöglichkeit überhaupt mit den Behörden zusammenarbeiten, weil Krieg mit denen anzufangen, weil ich denke, ich weiß es besser, das lohnt sich nicht, unbedingt nicht. Jetzt ist ja weil du ja gefragt hast, ja, wie überwache ich das? Guck, eines der 7 Spotlights für ein lebendiges, ausgewogenes Portfolio, das ist das erste, das ist so schön, das heißt, es muss einfach sein. Es muss einfach sein, also richtig einfach. In der Ausgestaltung, da braucht man dann Manager, das kann dann schon komplexer sein, aber vom Prinzip als Teil deines Portfolios, es muss so einfach sein. Wir haben halt eine Entwicklungsimmobilie oder wir haben einen Verbund von ein paar Entwicklungsimmobilien. Wir haben ein ganz bestimmtes Infrastrukturprojekt, wie zum Beispiel das Olympia Center in London. Das kann man, das ist riesengroß, aber in sich ist es eigentlich simpel, worum es geht. Und bei Agrikultur ist es noch einfacher. Wir wollen einfach richtig gutes, gesundes Wasser, Obst, Gemüse, Säfte, was immer man als Agrikulturproduzent so schaffen kann, wollen wir halt herstellen. Es ist so einfach und dann ist es auch einfach zu überprüfen, geht es mit was Moral angeht, beanstandungsfreien Kriterien einher und das ist mir ein großes Anliegen, weil es fühlt sich gut an. Also ich sehe es als Investor, aber auch als Mensch sehr gern, wenn sich einfach alle wohlfühlen, ja, wenn niemand drunter leidet. Deswegen Avocado-Plantage zum Beispiel, ja, geht überhaupt gar nicht. Hochprofitabel, aber wenn du den Gemeinden vor Ort das Wasser abgräbst, weil die so wasserintensiv sind, dann früher oder später kommt einer und steckt dir halt die Plantage in Brand, wie es ja jetzt verschiedentlich passiert ist.
Das sind alles Dinge, die man halt jetzt speziell in dem Bereich Agrikultur vielleicht dann mit berücksichtigt. Wobei sich sowas ja auch ändern kann. Ich habe ein aktuelles Beispiel aus Marokko, die Ja. jetzt 100% ihres Wassers aus Entsalzungsanlagen machen und plötzlich einen Überfluss an Wasser haben. Das ist auch interessant, was sich da so bewegt. Aber Dann sieht es wieder anders aus, ja. genau, eben das, so kann man sowas heilen. Ja. Ich habe auch noch eine Frage zu deinem, was das Herz begehrt, Säule. Ja, das ist ja so ein bisschen die Spielsäule, wo man vielleicht auch mal auf aktuelle Trends, du hast schon KI und Krypto genannt und so weiter. Also, was mich interessieren würde, was beinhaltet das bei dir gerade, also diese Säule, und auf was achtest du gerade? Was ist gerade so ein bisschen der Zahn der Zeit, wo du sagst, da schaue ich gerade besonders gerne hin, weil da vermute ich, dass es vielleicht was Interessantes rauskommen könnte? Ja, spannende Frage. Also in meine vierte Säule, die ist randvoll und da verliere ich auch ständig Geld. Und es ist ja auch Geld, auf das ich nicht angewiesen bin. Also das nicht meinen Vermögensaufbau als große Strömung in Frage stellt oder auch nur ansatzweise gefährdet. Dann, das meinte ich vorhin mit, wenn man sich leisten kann, in der Säule 4 zu investieren, was überhaupt nichts ausmacht, wenn es schief geht. Weil ein Kriterium dafür, dass ich überhaupt ein Investment, das ich selbst für mich nutze und auch für die Investorengemeinschaft der Wohlstandsbildner, dass ich das überführe in die Fundamentalsäulen, ist, dass ich selbst ausprobiert habe mit eigenem Geld, mit spürbarem Geld, dass ich den Emittenten kenne, dass ich es besucht habe, am besten vor Ort, und dass es mindestens 5 Jahre gut funktioniert hat. Und so lange verbleibt es in der Säule 4. Und das können jetzt eben zum Beispiel auch Fabriken sein, die sich mit Wasser abfüllen beschäftigen. Sowas ist Säule 4. Oder eine Konzentratsfabrik, aus der wir Fruchtsäfte herstellen. Ja, bin ich auch noch keine 5 Jahre dabei, gründe ich mit, ist eindeutig Säule 4. Ansonsten, also wenn du mich jetzt generell fragst, was ich total spannend finde, ist Ja. alles, was sich mit der Wahrheit beschäftigt. Die Wahrheitsfindungsindustrie. Und das wird sicherlich nicht ohne KI gehen. Das wird noch technologische Meilensteine benötigen. Das wird, ich glaube, ganz neue Ideen hervorbringen. Aber alles, was es uns ermöglicht, uns Orientierung zu verschaffen, in einer Zeit, in der es noch nie so einfach war, Blödsinn zu verzapfen, gerade auch in Bezug auf finanzielle Bildung oder Vermögensanlagen, wird nichts begehrter sein als: Stimmt denn das? Kann ich mich denn wirklich darauf verlassen, was mir jetzt erzählt oder geschrieben wird? Also generell stehe ich gerade, jetzt nicht nur gerade, sondern eigentlich die letzten 20 Jahre, Medien, den Massenmedien, von Zeit aus Hamburg bis Spiegel und dann Süddeutsche Zeitung in München oder NZZ in der Schweiz. Ich benutze all diese Medien, stehen aber hochgradig kritisch gegenüber, weil ich stelle einfach fest, die erzählen ja im Grunde immer dasselbe. Und es ist so einseitig. Es ist vom Kosmos des Investierens sind es immer nur 8%. Soll die Masse in diese 8%, also muss die ganze Masse von Menschen so individuell, jeder Einzelne, in diese Masse von 10% ETF-Anleger hineingesteckt werden? Ist das nicht, was ist da der größere Plan dahinter? Also ich sehe das, ich will da jetzt überhaupt keine Theorien verbreiten, aber ich beobachte das, ich sehe das sehr einseitig und manchmal regelrecht falsch. Und da freue ich mich auch über jede Idee, und da kriege ich etliche auf den Tisch, ist jetzt noch nicht spruchreif, die sich mit dieser Wahrheitsfindungsindustrie, will ich sie nennen will, im besten Sinne auch profitabel auseinandersetzt. Und da, das interessiert mich dann für Säule 4. Wer weiß, vielleicht könnte das mal Teil werden. Dann, ja, welcher der drei Fundamentalsäulen? Natürlich Infrastruktur. Das wäre Infrastruktur. Definitiv. Und das ist auch ein extrem spannendes Thema in diesen verwirrenden Zeiten. Also ein sehr, sehr gutes Thema. Danke dafür. Du sprichst ja von finanzieller Souveränität. Was bedeutet das konkret und wie kann man das Ziel für sich selbst erreichen? Die finanzielle Souveränität ist meine Wortfindung der dritten Stufe innerhalb von 4 Stufen finanzieller Entspannung. Da merkst du vielleicht, ich versuche einen Begriff zu vermeiden, von dem ich ziemlich wenig halte, der inflationär gebraucht wird, vor allem von denen, die eigentlich diesen Begriff mit eigenem Vermögen schon mal überhaupt nicht anfüllen können, aber ständig darüber reden und andere zeigen wollen, wie es geht, nämlich finanzielle Freiheit. Also finanzielle Freiheit stellen sich viele, ich glaube, was Falsches darunter vor. Finanziell frei, es gibt finanziell freie Menschen, vielleicht 10.000,
12.000 auf der ganzen Welt. Und das sind die, die in London dann in irgendeinen schön mit Teppich ausgelegten Shop gehen, der tatsächlich nur 90 Quadratmeter umfasst, und da kaufen sie sich einen Jet für 90 Millionen. Einfach, weil sie mal Spaß haben. Trip nach London übers Wochenende, die machen auch Sonntag auf, wenn du dann rechtzeitig dir einen Termin geben lässt. Und dann kannst du einen Jet kaufen. Ja, irgendwie so eine Citation oder was. Das wäre doch finanziell frei. Viele stellen sich vor, Mann, hätte ich ein tolles Leben. Und das ist ein ziemlicher Irrglaube, weil so viel Geld aufzubauen, ist schon mal, da musst du wissen, was du tust, aber es vor allem zu erhalten und zu verwalten, ist so viel Arbeit, dass du nicht mehr das Geld hast, sondern das Geld hat dich. Also, da bist du schon wieder ein Sklave des Mammons. Meiner Erfahrung nach ist, man braucht erheblich weniger Geld für diese dritte von vier Stufen der finanziellen Entspannung, um ein wirklich als frei empfundenes Leben zu führen. Die ersten zwei Stufen sind die Stufen, die halte ich für bedingungslos, dass man sie anstrebt. Das ist also einmal Absicherung des Existenzminimums, das wäre so Hartz IV-Level. Das bedeutet also, du generierst aus Kapitalerträgen so viel Geld, dass du deine eigene Existenz mit den nötigsten Versicherungen und Essen und Miete, bisschen Gesundheit abfinanzieren kannst, abgesichert hast. Die zweite Stufe ist die wirtschaftliche Absicherung. Da verdienst du so viel Geld aus Kapital, also verdienst es nicht, sondern du bekommst es aus Kapitalerträgen, als würdest du dem Job nachgehen, der dich hoffentlich gut bezahlt, dem du nachgehst. Das ist wirtschaftliche Absicherung. Also für viele sind es 3.000 bis 4.000, vielleicht 2.500 Euro im Monat. Und dann kriegen sie die aber ganz regelmäßig zuverlässig aus Kapitalerträgen. So, und die dritte Stufe, das ist dann die Stufe, da geht es raus aus der Notwendigkeit hin zum Wunsch. Und das ist finanzielle Souveränität als die dritte Stufe. Und ich glaube, damit sind alle schon glücklich und brauchen gar nicht die vierte Stufe, also diese, nennen wir sie mal, das ist die 90 Millionen Jet-Stufe, braucht kein Mensch. In der finanziellen Souveränität kannst du dir einfach inklusive alle deiner Projekte, die du dir so vorstellen kannst, kannst du verwirklichen. Und das ist was Wunderbares, was anzustreben ist, was immer Luft nach oben hat. Und das Schönste am Vermögensaufbau ist, mit den Geldmengen wächst ja auch die Persönlichkeit. Ja. Das finde ich das Schöne am Investor-Dasein. Geld spielt dann irgendwann gar nicht mehr so, steht nicht mehr im Vordergrund, Renditen auch nicht. Das fließt, wenn es mal zum Fließen gebracht wurde, fließt es. Es sollte dich halt nicht überspülen. Und das geht eben einher mit persönlichem Wachstum. Und das gehört unbedingt dazu. Und das lerne ich von meinen Institutionellen, mit denen ich im Austausch stehe, lerne ich das. Ich meine, die verwalten Milliarden. Und das muss das Nervensystem auch erstmal verkraften. Und das ist keine 0815-Aufgabe, es ist eine Lebensaufgabe. Und das macht es so spannend auch. Jetzt hast du ja, ich sag mal, diese finanzielle Souveränität schon lange erreicht. Du hast gerade das Beispiel mit dem Jet angebracht. Du bist ja auch selbst Pilot und fliegst auch ganz gerne mal nach Sylt oder woanders hin. Und was mich da interessiert ist, was sind denn noch so deine, also was treibt dich noch so an? Was sind so deine großen Ziele? Du hast jetzt vor uns was gesagt, das fand ich sehr spannend, generationsübergreifende Absicherung sozusagen oder Sicherung in Anführungsstrichen. Strichen, gibt es noch so persönliche Ziele, die du noch erreichen möchtest in deinem Leben? Ich weiß nicht, ob dich die Antwort jetzt da überraschen wird, vielleicht sogar frustrieren oder ich bin jetzt 52, 53 und mit jedem Jahr mehr als Investor habe ich immer weniger Ziele. Also Ziele in Form von Meilensteinen, wo ich weiß, eine Wertschöpfungskette, ein Unternehmen, ein Projekt muss zu einem gewissen Zeitpunkt, weil du es ja skalieren, du musst es ja planen können, zum Beispiel auch für die ganzen Gesellschafter, muss da und da sein zu einem bestimmten Zeitpunkt, das durchzieht meinen Alltag. Aber jetzt für mich Ziele, wer ich sein will, was ich haben möchte, das reduziert sich. Und manchmal ist es total im Nebel und es sind wunderbar entspannte Zeiten für mich. Also als Mensch, ich weiß, alle sind immer so begeistert von Zielen. Ich bin es nicht,
weil mich bringt es raus aus der Gegenwart. Was ich, mein Ziel, wenn ich ein Ziel hätte, dann ist es immer mehr das zu genießen, was jetzt im Moment mit allen Problemen, die ein Investor genauso hat wie jeder andere, hast du nicht das eine Problem, hast du eben ein anderes. Also wir schlagen uns alle mit irgendwelchen Problemen herum. Mit allen Problemen, aber auch mit allen schönen Momenten. Das, was jetzt ist, erstmal vollkommen willkommen zu heißen, weil sonst wäre sie jetzt nicht da. Ich kann ja nicht Recht haben, ich kann ja nicht Recht gegenüber der Wirklichkeit rechthaberisch auftreten und sagen, ja, das ist eine Unverschämtheit, dass es mir jetzt so geht. Ja, also überhaupt mal zu begreifen, wie mein Leben jetzt funktioniert und wie ich mir das erschaffen habe bis dahin. Und es dann zu genießen, die nächsten Tritte auf meinem Pfad, die nächsten Pflastersteine zu legen. Weil, also wir sehen doch in der heutigen Zeit, wer weiß denn jetzt, was von heute an gesehen mit all dem, einschließlich Kriege und einschließlich Neuwahlen und Regierungswechsel, was in 3 Jahren ist. Also das kann mir niemand erzählen. Nicht, was jetzt bei dieser Entwicklung zum Beispiel die KI genommen hat, was in 3 Jahren alles umstürzen wird. Also da gibt es mir ein Gefühl von Geborgenheit, eigentlich nur total aufzugehen darin, was ich morgen und was ich übermorgen tue. Es hat nur ein übergeordnetes Thema, es soll Freude machen. Ja. Es soll richtig, oder salopp gesagt, es soll richtig Spaß machen. Ob es investieren ist, ob es neue Investments finden ist oder ob es essen gehen, irgendwas lernen ist, eine neue Sprache, es mit Menschen zu tun, Urlaub, fliegen, natürlich fliegen, es soll Spaß machen. Wundervolle Deswegen Antwort. Kann ich dir eigentlich gar, kann ich dir gar nicht so groß ausloben etwas. Nee, also eigentlich ist es die perfekte Antwort und da können wir uns, glaube ich, alle mal so ein Beispiel dran nehmen, mehr im Hier und Jetzt zu leben. Und man merkt auch an dieser Antwort, dass du wirklich deine eigene Souveränität, das ist eigentlich ein schönes Wort, erreicht hast. Also du weißt, für was du stehst, für was du da bist und mehr im Hier und Jetzt zu sein. Ich finde das super. Und es jetzt ist so einfach. Es geht um Freude. Ja? Und was immer Freude macht, und das ist jetzt bei mir halt zum Beispiel das Investieren und dafür will ich möglichst viele anstecken, machen wir das, wenn es nicht auf Kosten anderer geht, weil dann ist ja die Freude schon wieder nicht plausibel, gewissermaßen. Ja. Also ja, mit möglichst vielen zusammen. Das ist ja auch dein, was ich so sehr bewundere an deiner Arbeit, Marco, dass du ja so viel mit reinnimmst. Ja. Auch Wertschöpfungsketten und Dienstleister und Mitinvestoren und Tausende von Menschen. Und da geht es letztlich darum, lasst uns gemeinsam halt einfach wirklich mehr Spaß haben, als wir alleine haben würden. Ja. Apropos, wir sind ja hier im Rahmen des Reichtumspakets, ist das Interview. Gibt es denn etwas, was du mit in das Reichtumspaket reinlegen möchtest? Ja, etwas Gewichtiges, was für viele der erste Schritt ist, ein Wohlstandsbildner zu werden, nämlich die erste Stufe meiner Investorenausbildung. Das ist die Investorenausbildung, die besteht aus 3 Elementen. Das ist einmal ein Videoseminar, das ist also unabhängig von mir, zeitlich, räumlich, personell. Ein Videoseminar, dann ein Online-Seminar und ein Präsenzseminar, so zwischen München und Hamburg. Und das Videoseminar, das ist die wichtigste Stufe von diesen 3, weil sie zementiert oder löst auf, je nachdem, wie es einem dann eben gefällt, dieser Weg, sie bringt dich zu einer Entscheidung, werde ich denn Investor oder bleibe ich halt ein Geldanleger? Ich nenne all die sich so von der Masse treiben lassen und auch an finanzieller Bildung nicht sonderlich interessiert sind, das sind für mich Geldanleger, die ihre Verantwortung abgeben, ihr Geld auch an andere abgeben, an irgendeinen Computer halt, wie ETF oder an irgendein Management, wie auch immer. Hauptsache, es arbeitet irgendwie und dann wundern sie sich, wenn es das nicht so wirklich tut. Und die sich auch wirklich, die ihrem Geld auch einen Sinn verleihen wollen, sich selbst damit beschäftigen möchten, ohne davon jetzt irgendwie bestimmt zu sein, also immer noch ihren eigenen Beruf nachgehen, das sind für mich Investoren. Und diese Entscheidung, die, ich glaube, die arbeite ich gut heraus, hat nichts mit Mindset zu tun, sind ganz technische Dinge, arbeite ich heraus in diesem Videoseminar. Das besteht aus 43 Lektionen, das sind also an reiner Zeit, ich glaube 6 Stunden, also viel, viel Stoff. Und danach weiß man zumindest, wie der Wohlstandsbildnerweg nach institutionellem Vorbild funktioniert. Und ich glaube, das ist ein schönes Bonbon, das ja auch schon einen ganz gewissen Wert hat, den ich dir da mit beilegen kann an einer Süßigkeit fürs Reichtumspaket. Ja, mega. Vielen, vielen Dank dafür. Und wie kann man dich denn generell erreichen? Also wenn ich jetzt mir das Video angesehen habe und sage, wow, den Andreas muss ich unbedingt mal kennenlernen. Wo kann man dich finden? Wie kann man dich kontaktieren? Also wer mich mehr kennenlernen will, das ist
der direkteste Weg ist sicher der, dass die Investorenausbildung zu absolvieren. Aber es geht völlig kostenfrei und sofort. Also ich mache einmal im Monat einen Podcast, jetzt schon seit 4 Jahren, das sind bald 100, zusammen etwa auch 130 Stunden, reine Zeit. Ich würde schon sagen, viel finanzielle Bildung mit allen Auf und Abs aus meinem eigenen Leben und aus dem Leben institutioneller Investoren. Also auf allen Podcast-Plattformen unter Wohlstandsbildner findet man das sofort. Ich schreibe ein Newsletter. Ja, es gibt etliche Artikel auf der Website wohlstandsbildner.de, wird man auch ziemlich schnell fündig. Ja, und eigentlich alles, was von sinnvoller Wertschöpfung durchdrungen ist, da wird man mich, ohne auch mich kennen zu müssen, wird man nicht durchleuchten sehen, weil das ist einfach Wohlstandsbildung, wie ich sie verstehe. Ja. Super. Ich werde es auch gerne hier unten nochmal verlinken unter dem Video. Ja, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich würde dir ganz gerne noch jetzt die letzten Worte geben. Gibt es noch etwas, was wir vielleicht noch nicht besprochen haben, was du aber gerne den Zuschauern noch mitgeben möchtest? Ja, wir haben doch ein wunderbares Stichwort schon erwähnt. Es soll Spaß machen. Ja. Wenn Vermögensaufbau keinen Spaß macht, dann passt dieser Vermögensaufbau und das, was du da erreichen willst, dann passt es nicht zu dir und deiner Persönlichkeit. Es soll Spaß machen. Vermögensaufbau, finanzielle Bildung kann unglaublich Spaß machen, wenn es denn passt. Also finde das, was zu dir passt, und dann geht es wirklich fast von selbst. Also wenn das hängen bleibt, denn das ist meine Erfahrung der letzten 15 Jahre, wo ich all das aufholen konnte, was ich die 20 Jahre davor verloren habe, weit mehr als aufholen, also überkompensieren, das ist, ich glaube, die beste Erkenntnis, die ich auch auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Soll Spaß machen. Vielen, vielen Dank. Hat mir auch Freude gemacht, jetzt mit dir zu sprechen, Marco. Wieder einmal. Dito. Alles Gute dir weiterhin und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Sehr gern. Ciao. Mach's. Tschüss. Gut.